Hey, Patrick hier von paintball.de. In dieser Reihe zeige ich euch, wie ich Markierer für euch repariere. Ich gebe euch Tipps an die Hand, wie ihr bei einzelnen Modellen kleine Fehler selber beheben könnt. Und ich zeige euch, wie wir bei euren Markierern einen Service vornehmen. Aber genug geredet, kommt mit! So, hier haben wir eine Geo 2.1. Kunde sagt, Markierer ist undicht und Makroline ist zu kurz und ich soll den LP einstellen. Ne, das hat mein Kollege geschrieben. Den Regulator soll ich einstellen, aber gut, das machen wir halt natürlich immer. Was wir hier schon sehen können, ist natürlich schon, das ist keine originale Farbe, das ist ein schönes Acid Wash. Könnte gut zu Halloween passen, die Farbe. Schauen wir erstmal nach, ob wir sehen können oder hören können, wo der Markierer undicht ist. So, wir hören erstmal nichts. Gucken wir mal, ob der Markierer schießt. Markierer ist auch schon an. Na, schießt, aber der erste Schuss hing fest. Schauen wir mal, woran es liegen könnte. Erstmal die Batterien rausnehmen. Oh, interessant. Die Schrauben sind auch schon, die sind auch schon etwas durchgenudelt. Krieg ich den raus? Ja, ein bisschen verkanten, dann geht das. So, einmal die Batterie raus. Batterie kommt weg. Dann holen wir mal den Bolzen raus. Upgrade-Bolzen, also der LV-Core ist schon drin, ist natürlich ab Werk nicht verbaut. Ja, okay, die Ohren sind aber noch gut. Ah, da haben wir auch schon das Problem. Color-Ohrringe, das sind die Dye-Ohrringe und die passen nicht. Da ist auch einer. Also, benutzt bitte nur die Planet-Ohrringe, es ist ein Planet-Markierer, da kommen die Planet-Ohrringe rein. Ihr packt ja auch nicht auf ein VW, ein BMW-Lenkrad. Gehört ja auch nicht da drauf. Und hier sehen wir auch schon ein Problem. Der O-Ring hier, das ist der 14x2, der ist zu groß. Also ich muss den nur ganz leicht zusammenschieben. Und schon hat er die falsche Größe. Ich muss mal gucken, was das für einer ist. Er ist weiß. Und es gibt den gar nicht. So. 14 mal 2 bei Dye-O-Ringen wäre orange. So. Ist nicht orange. Oder ich bin farbenblind, aber die anderen Farben erkenne ich ja. Also ein O-Ring, der gar nicht dahin gehört. Da haben wir auch schon das Problem erkannt. Und da sind sehr viele davon drin. Schauen wir mal, wie es im Regulator aussieht. Da auch die O-Ringe drin sind. Weil dann kloppen wir neue O-Ringe rein. Und wir haben einen farbigen O-Ring. So. Da sind auch farbige Ohrringe. Oh, es wird ein langwieriger Spaß. Und ein gelber Ohrring. Und noch ein gelber Ohrring. Ich freue mich. Ja, dann wird aus diesem kurzen Video, wie mache ich einen Markierer dicht, wohl schon ein komplettes Service-Video. Rexil ist in Ordnung. Ja, dann fangen wir mal an, für den Kunden alles zu tauschen. Alles das, was nicht dahin gehört, wird getauscht. Ah, jetzt muss ich gerade selber nachsehen, ob das jetzt ein 14er ist oder ein 15er. Ich glaube, das war ein 15er. Oder 16er. Ich vertausche ihn mal wieder. So, wo haben wir denn hier mein schlaues Geo 2.0. Das Blöde ist, ich kann mir halt nicht alle Zahlen merken. So viele Markierer mittlerweile auf dem Markt von Planet. An anderen tauschen die irgendwas durch. Ist ein 16er. Okay. 16, 16, 16. Und einen schwarzen 16er rein. Erstes Problem erledigt. Dann kommen die beiden 11er hier runter.
Dafür kommen zwei schwarze Elfer drauf. So. Auch wenn es vielleicht einfacher ist für die meisten Kunden, einfach zu sagen, so, ah, farbige Ohrringe kann ich mir besser merken. Ja, es ist auch eine coole Idee von Dai, aber Dai nutzt nicht die gleichen Größen. Und hier haben wir einen, nennen wir es mal Türkisen. Deswegen nutzt nicht die Dai-Ohrringe. Das ist eine ganz einfache Regel. Die sind halt nicht 100% gleich groß. So. Jeder Hersteller andere Fertigungstoleranzen, andere Härtegrade, andere Zusammensetzung der Ohrringe. Vielleicht sind die ein bisschen weicher, vielleicht sind die ein bisschen härter. Wer weiß, was die Farbe mit den Ohrringen macht. So. Nutzt also einfach nur die Standard Planet Ohrringe. So. Und wenn euch das mit den Farben zu kompliziert ist, die Ohrringe sind alle in so kleinen Tüten drin. Auf den Tüten steht die jeweilige Größe drauf. Habe ich eine Tüte hier? Ich tue mal hier meine Tüten. Ne, habe ich gerade nicht hier, aber auf jeder Tüte steht immer die Größe des Ohrrings drauf. Ihr müsst euch da keine Sorgen machen, ihr müsst auch nichts gucken. Guckt einfach, was drauf steht, guckt den Anleitungen nach, welche Größe habt ihr drauf und die packt ihr dann dementsprechend rein. Ist eigentlich relativ simpel. So, das hier auch runter. Weg damit. 220er rein. Tack. Und tack. So, der innere. Ach, der ist schwarz. Aber wenn wir eh dabei sind, kriegt er auch einen neuen 17er verbaut. Mal eben sauber machen, den Schmutz hier rausholen. Fertig. Dann weiter geht's. Den runter. Den runter. Ja, das ist auch schon. Der hier müsste eigentlich ein 90er sein. Also ein viel härterer. Schon wieder der falsche Ohrring. Und was immer das hier ist, keine Ahnung. So. Tack. 13. Dann kommt 15,90. Das sind die harten Ohrringe. Genau, schwer drüber. Dann 14x2 hierhin. Bam. Fertig. So. Hier hinten ein 20x2. Sowas hat Dai auch gar nicht. Glaube ich, dass sie gar kein 20x2 haben. Muss ich gleich mal nachsehen. So. Das sind die richtigen. Aber wie gesagt, komm. Wenn wir eh gerade einmal dabei sind. Bam, überall neue Ohrringe rein. So, jetzt checken wir mal hier unten den Ohrring. Hier sitzt auch ein Ohrring drin, das ist ein 14er. Den macht nur kein Mensch, weil da keiner dran will. 14x2. Bam, raus. 14x2 rein. So. Dann, da es ein IV-Core-Upgrade ist, ist es ein bisschen anders. Als mit der Schraube bei der normalen Core, der Geo 3 oder so. Fett drauf, Innenseite fetten, ups, daneben. Rein, und jetzt wird dieser Ring wieder drauf gefummelt. Das ist immer so eine, ach, ich mag das nicht, das ist so eine Fübelsarbeit. Muss den hier runterdrücken, muss den hier reinquetschen, muss gucken, dass er richtig drin liegt, dann springt er wieder raus. Echt nicht. Es gibt auch keinen wirklichen Trick dafür. Er muss da in so eine Nut rein. Das ist so ein nerviges Ding hier. Das ist. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Jetzt können wir hier sehen, der erzeugt ein perfektes Vakuum, wenn ich zuhalte. So sollte das sein. Bisschen Fett drauf. Bam, fertig. Komm, direkt zusammensetzen hier das Teil. Fett innen rein. Fett 14x2. Boom, drauf.
den 17er von innen nachfetten. Bisschen auf die Metallfläche. Boom, drauf. Die äußeren einmal nachfetten. Den äußeren hier einmal nachfetten. So, bam. Fertig. So. Dann die O-Ringe hier runter, die nicht dahin gehören. So, dann machen wir hier so einen Spaß. Packen die beiden O-Ringe auch nochmal hin, damit wir mal sehen, was für einen Müllhaufen wir hier erzeugen. Der eigentlich hätte gar nicht sein müssen. So, 16er. 2 16er. Tuck. Tuck. So, 16er drauf. Das ist der Swivel, da ist der. Bisschen Fett innen rein. Bisschen Fett auf die O-Ringe. Ich kann ja verstehen, natürlich, wie so orange O-Ringe auf so einen schwarz-orangen Body. Sieht schon cool aus. Funktioniert nur nicht. So. Kunde hat noch geschrieben, dass die Makro-Line zu kurz ist. Sie sieht aber genau passend aus. Was ich nämlich glaube, ist, dass die O-Ringe einfach nur durch sind, die hier drin sind. Und was haben wir? Einen farbigen O-Ring. Was soll man dazu sagen? Kann man nichts sagen. 10er. Man sieht auch hier sogar so, kann man das sogar sehen? Der war da drin und der muss da rein. Also, ich zeige euch das mal nah. Schwarz muss, lila war. Der lila ist viel kleiner. Ist doch klar, dass das System undicht ist. So. Tack. O-Ring rein. Zack. Die machen wir mal eben sauber. So. Zack. Ein. Fertig. So. Dann bauen wir den Regulator wieder zusammen. So. Regulator kann man ruhig ein bisschen mehr Fett drauf machen. Natürlich nicht übertreiben, aber hier ein bisschen mehr Druck drauf, von daher kann da ruhig etwas mehr Fett rein. So. Eigentlich eine echt schöne Knarre, also ich finde die Farbe echt cool. Bis auf diese farbigen O-Ringe, die passen irgendwie nicht dazu. Das ist auch. Komplett rausdrehen, meine Standardeinstellungen zum Testen. 1, 2, 3, 4 rein. Wir sind dann so bei 260, 280 PS. Zum Testen ist das eigentlich ganz cool. Ich stelle den Markierer natürlich später noch runter aufs deutsche Recht, so wie der Kunde ihn besitzen darf. So, haben wir hier auch einen farbigen O-Ring drin und bingo, ein farbiger O-Ring, der viel zu klein ist und nicht rauskommt. Herrlich. So. Auch noch ein bisschen Schmutz. Das ist auch noch so eine Sache. Kann man ruhig auch mal sauber machen darin. Bisschen Fett rein. 10er O-Ring. Bam. Rein. Reindrücken. Bisschen einfetten. Das Teil einmal kurz sauber machen. Also ihr seht, das ist kein Hexenwerk, was ich hier mache. Da ist alles cool. Detents sind auch noch geil. Das sieht auch gut aus. Board, ja, keine Korrosion drauf, sieht gut aus, ein gepflegter Markierer. So, dann schrauben wir mal, jetzt bin ich hier sauber. So. Zusammenschrauben. So. Schlauch rein, gucken, dass der auch gerade abgeschnitten ist. Der nämlich nicht. Auch eine Möglichkeit für eine Undichtigkeit. So. Jetzt ist er gerade.
Schlauch rein, ein Stück rausziehen, Fingernagel rein, ein Stück hinterher drücken. Ihr seht, der ist auf jeden Fall lang genug. So. Schlauch rein, ein Stück rausziehen, Fingernagel rein, hinterher drücken. Wunderbar. Bolzen rein. Festdrehen, Hand festdrehen. So, kurz Batterie rein. Checken wir mal eben, ob der Markierer dicht ist. Mach mal gerade das Geklingel aus, das will keiner hören. So, und Markierer ist dicht. Markierer geht an. Klingt auch gleich ganz anders. So sollte das sein. So, zack, zack, zack. Erstmal hier den Müll weg. Schräubchen wieder rein. Nicht, dass ihr wundert, das war meine Batterie von eben. Deswegen kurz hier Schrauben rein. Wir haben ein bisschen klar Schiff hier. Und wie ihr seht, was für ein Müll sich hier zusammensammelt, wenn man die falschen O-Ringe sieht. Hier sind drei richtige O-Ringe drin und der Rest sind alles falsche O-Ringe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 falsche O-Ringe, drei richtige O-Ringe. Da haben wir das Problem gefunden, das Problem haben wir erledigt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke euch.